Es heißt Ace Combat 7 to the Skies Unknown. Eine neue Folge. Wir starten direkt in die Kampagne und gehen auf Fortsetzen. Letzte Woche haben wir, oder eher in der letzten Mission, es kommt immer darauf an, wann ihr das seht, haben wir eine riesige Schiffflotte auseinandergenommen und eine Basis, sind durch Tunnel durchgeflogen und haben dort die Platten zerstört. Das war schon ziemlich kranker Shit. Und wir haben einen der zukunftsbasierteren Flugzeuge geflogen, nämlich den Falken. Sehr, sehr spannend. Solltet ihr auf jeden Fall auch nochmal reinschauen, falls ihr das verpasst habt. Jetzt geht's weiter. Stonehenge Defensive. Oh, Stonehenge. Das kommt mir noch sehr bekannt vor aus einem alten Teil. Our counteroffensive has changed the course of the war. However, the western part of the continent and the area around the space elevator still remain under erosion control. As you all know, this is because they have those damn arsenal birds controlling the skies around the lighthouse. So, we're going to use Stonehenge for a long-range attack against the arsenal bird. In addition to helping to destroy the asteroid, Stonehenge was also utilized by the Erusian forces as a weapon in the Continental War. Classic. However, the majority of the artillery is out of action after an air raid by the Independent State Allied Forces. When that happened, the main base was being repaired from the damage caused by the asteroid, so it managed to escape the bombardment. The Ocean Army continued the repairs in secret and managed to reactivate its base systems. Oh, cool. Once preparations are complete, we'll be able to fire again. However, the officer in charge has yet to confirm whether it can be fired more than once. Oh. In other words, it is looking like we may have only one chance to be able to bring down one of those invulnerable arsenal birds. We're going all in on this one plan. The Erusian forces have detected our movements and are marching on Stonehenge. The arsenal bird is closing in. But if our operation goes as planned, we should be able to shoot it down before it reaches the operation area. We've set up strong points we call menhirs around Stonehenge. Provide them with air support while keeping air superiority. Our mission is to protect Stonehenge until it can shoot down that monster bird. If we can shoot down even just one arsenal bird, it will significantly reduce the scale of the enemy's air defense network. Stonehenge is our only way of bringing down an arsenal bird. Missing is a luxury we cannot afford. Klingt logisch, ja. Also, krass. Wer sich da noch erinnert, ich glaube, es war auch Ace Combat 5. Squadron Leader müsste es gewesen sein. Oder war es Distance Thunder? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber wir waren auf jeden Fall da auf der Mission, Stonehenge zu zerstören. Weil es halt quasi ein Luftabwehrsystem war mit Überschallmunition. Erstmal die kleineren Geschosse und eine Riesenkanone, die über Strecken hinweg Flugzeuge aus dem Himmel lasern konnte. Wie gesagt, es war eine Waffe, um einen Asteroiden aus dem Weltall abzuschießen und wurde dann letzten Endes benutzt, um die Luftverteidigung von, war es Erusia? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, zu sichern. Auf jeden Fall eine richtig sicke Mission. Heute drehen wir den Spieß um und verteidigen Stonehenge um einen Arsenal Bird. Im besten Fall aus dem Himmel zu holen. Das wird spannend. Klingt auf jeden Fall nach einer guten Voraussetzung raus, um endlich mal wieder ein bisschen Boden zu machen. Ach, guck mal hier, die ganzen Kanonen sind eigentlich down. Eigentlich funktioniert nur eine einzige Kanone. Die Hauptkanone wurde damals zerstört. Die lag in der Mitte. Das ist spannend. Das war eine geile Mission. Howitzers, AD-Tanks. Oh, hier brauchen wir auf jeden Fall gute Bodenbewaffnung. Das riecht eigentlich nach einem neuen Flugzeug, finde ich. Was haben wir gerechnet? 600.000? Reicht nicht, wa? Su 34 wäre halt ganz gut, ne? Weil sie halt für Bodenangriffe konzipiert ist. Ah, jetzt ist die Frage. Eigentlich möchte ich hier lang, weil ich eigentlich hier hin möchte. Und die hat nämlich auch... Ah, dafür habe ich nicht genügend Geld und das ist ein Fighter. Aber mit Raketen. Ja,
Aber das reicht mein Geld nicht. 580. Ah, das wird nicht reichen. Da müssen wir uns auf was anderes konzentrieren. So, letzte... Ach ja, den Falken haben wir das letzte Mal benutzt. Genau, dann habe ich es richtig gesagt. Das ist eigentlich... Im Grunde genommen wäre es eine coole Sache, den nochmal zu benutzen, finde ich. Auf jeden Fall nehmen wir nicht die MiG-21. Eine F10 könnte ich auch nehmen, weil die halt einfach super viel Bewaffnung hat. Aber da werde ich einfach aus dem Himmel geholt. Da habe ich gar keine Patte. Schwierige Wahl. Vielleicht nochmal die Hornet aus dem Top Gun Maverick DLC. Oder wir nehmen die normale F18. Die hatten wir doch auch schon mal. Aber da haben wir, glaube ich, die ganz normale FA-18F genommen. Ne? Das ist die E-Variante hier. Was hat die für Bewaffnung? Raketen gegen bis zu 4 Ziele, 40 Stück. Ja, komm, nehmen wir. So. Warte mal, wie viele Raketen? 110 reichen. Ja, dass die Raketen schneller nachladen, das klingt gut. Und ansonsten immer den Eigenbau der Königin rein hier. So, Stabilität sichern. Und ein bisschen für die Wendigkeit. So. Da sehen wir eigentlich ganz gut aus, finde ich. Na, guck mal hier. Ist doch schick. Finde ich gut. Das kriegen wir hin. Auf geht's, Leute. Strider One macht sich auf dem Weg. Ja, letzte Woche, in der letzten Mission, wurden wir einem neuen Squad zugeteilt. Wir sind jetzt Strider One und führen unseren eigenen Squad an. Ja, also wenn man bedenkt, wir haben einen ganz schönen Weg gemacht, ne? Vom Insassen, oder erstmal vom normalen Anfängerpiloten setze ich mal hier ein Häkchen, zum Insassen und Kanonenfutter, über jetzt wieder voll einsatzfähig. Stonehenge. Da werden Erinnerungen wach. Eine Kanone funktioniert wieder. Oder vielleicht. Coole Sache. Mal gucken, ob sie es hinkriegen. Sonst sind wir natürlich hart im Arsch. Wenn der Arsenal Bird durchkommt, dann können wir das knicken. Ach, ich weiß noch genau, wie das war, wie wir hierher geflogen sind. Um diese Maschine in die Luft zu jagen. Das war richtig krass. So. Das denkst du dir so. So, ich werde mich erstmal um die ganzen Bodenziele hier in der Nähe kümmern. Haben wir alle zerlegt? Also insofern ich durchkomme. Okay, da hinten sind noch welche. Ich hätte gerne manchmal so einen Knopf, womit ich halt einfach... So. Alles auf einmal ausziehen könnte, ob ich auf Boden oder auf Luft gehen möchte. Ich meine, wenn ich hier meine Bodenraketen ausgewählt habe, kann ich halt keine Luftziele anvisieren, das ist klar. Oh, hier kommt eine... Was ich halt auch wirklich gut an dem siebten Teil finde, ist, man hat das Gefühl, man ist hier wirklich in der Schlacht. Oh, habt ihr das gesehen? Oh, die AD-Tanks, ne? Air Defensive Tanks. Die sind auch richtig fies. Die können, glaube ich, sogar... Sind das AD-Tanks? Ich weiß gar nicht, ob sie AD-Tanks sind. Die können
Bin ich der Meinung, die haben Luftabwehr geschützt. Und Treffer. Sehr gut, der Shot. Okay. Müssen uns um die Bomber kümmern, nachdem ich hier meine letzten Raketen abgeschossen habe. Da kommen sie. Swarm like a god. So, dann wollen wir mal. A-10s hier, Leute. Da sind sie. Die brauchen natürlich ein Weilchen, weil sie nicht ganz so fix sind. So, zwei Treffer. Und trotzdem fliegt das Ding weiter. Also die haben halt auch einfach Verteidigung, ne? Auch ein Treffer und fliegt immer noch. Treibungsabwehr ist nicht so schlimm. Schade, ich dachte, das reicht. So, haben wir trotzdem im Griff zerstört. So. Auf geht's. Auch sagen, die Kanone oder dieses ganze Setup erinnert mich total an kennt ihr Neon Genesis? Wenn ja, da werdet ihr bestimmt an den fünften Engel denken, wo sie die ganze Energie Japans in so ein Positronengewehr reinladen, um dann halt diesen Engel mit diesem Scharfschützengewehr wegzulasern. Und das erinnert mich auch stark hier an diese Mission irgendwie. Weil da sind die ganzen Leute, die da irgendwie Energie reinballern. In der Hoffnung, diesen einen Schuss gegen diesen Arsenal Bird dann irgendwie rauszujagen. Das finde ich total krass. So, okay. Sieht ja bis jetzt ganz gut aus hier. Da hinten kommt noch eine Einheit. Ich werde mich erstmal um die hier kümmern. 24 haben wir noch und 81. Oh, das geht doch noch. Ich lasse den einen APC hier noch stehen, fliege hier rüber und hole mir dann die Bomber. Yes, yes, yes. Und natürlich auch die richtigen Raketen abwehren. Wir müssen ja auch nicht alles erledigen, ne? Also es reicht ja auch hier, sich in die Kanten Schaden zu machen. So, weil ganz ehrlich, Sams werden halt nichts ausrichten können. Da kommt die Rakete. Seht ihr sie? Ah, die dürfen mich nicht treffen. Oder? Wieso so gedacht? Bro! Freelancer, der wird schon wieder im Funk, im gegnerischen Funk, mein Callsign hier. Gott, ne? So wird die Legende geboren. Ja, ja, drei Striche bedeutet Tod. Tod aus dem Himmel. Oder Tod vom Himmel? Kurz Sorge, dass das schief gehen könnte. Oh, da krieg ich schon wieder eine Rakete.
Oh, hier müssen wir aufpassen, hier. Die Missile treffen mich nicht. So, wir müssen verhindern, dass hier auf jeden Fall... Sehr gut, der ist schon mal down. Das heißt, wir fliegen nach hier weiter. Den Tank holen wir uns noch und dann machen wir... Ach, ich mach gleich den Jet hier, komm. Der ist jetzt zerstört. Perfekt. Na, bis jetzt sieht es auch schon mal ganz gut aus. Wir haben jetzt, glaube ich, noch nicht so viel Verteidigung verloren. Da ist relativ geschwächt. Hier ist aber noch ganz gut. Oh, ein Su-37. Oha. Oh, F-117. Konnte man damals im ersten Air Combat fliegen? Tarnkappenbomber. Gott, mit dem Typhoon möchte ich mich eigentlich auch nicht anlegen. Ich hätte halt übelst Bock hier die Su-37 abzuschießen. Das war ich ganz ehrlich. Yes! Erwischt! Dann kümmere ich mich nämlich jetzt um die Bomber hier. Strider 2 und so, könnt ihr bitte euch da um die kümmern? Das wäre super. So, und jetzt nehme ich mir von hinten hier einen nach den anderen der Bomber. Also wir müssen auch hoffentlich jetzt hier bald mal vorwärts kommen, weil so viele Raketen habe ich nicht mehr. Das. Yes. Ich komme, ich komme. Reicht immer genau. Direkt zerlegt. Weiter geht's. Bisschen Schaden wurde gemacht. Da hinten ist noch ein Ziel, sehe ich gerade. Was könnte das für ein Ziel sein? Jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht so die Power dahin zu fliegen. Ich muss erstmal hier die Helikopter zerlegen. So, die sind zerlegt. Die Reihe hier noch. So, zerlegt. Oh, das Target wurde zerstört da hinten. Da waren eindeutig meine Kollegen dabei. Aber was war das? Muss ich mal nachher ins Video reinschauen. Oh, wow, Treffer. War ich zu langsam. Passiert. Oh, da kommt gleich der nächste. Oh. Da ist der Arsenal Bird. Oh oh. Klack, 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 klack. Da kommen sie alle. Oh. Komm schon. Oha. Ja, na klar. Eieieiei.
Komm schon. Zerleg ihn. Komm schon, wendet nicht weg. Jawohl, zerstört, zerstört. Mist. Oh, komm schon, komm schon. Es schießt nicht. What? Echt jetzt? Komm schon. Mach doch keinen Scheiß. Mach doch keinen Scheiß jetzt hier. Komm schon. Alles klar, die machen es einfach auf alte Art und Weise. Sehr gut. Einfach mit den guten alten Augen. What? Zwei Minuten Zeit, um die Propeller zu zerstören. Bleib jetzt einfach drauf, komm schon. Muss jetzt funktionieren. Hab ich's? Hab ich's? Ich glaube, ich hab's. Aber es könnte auch mein Ende sein. Oh, okay. Okay, Leute, das war... Oh, seht euch die ganzen Raketen an. Könnt ihr die Mission jetzt bitte... Komm schon, schießt ihn ab! Oh, er macht das schon mal. Oh. Volltreffer. Wow. Krass, 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 Leute. Das war richtig sick. Oh, seht euch diese Reflexion an. Es ist schon einfach ein schönes Spiel.
Richtig cool. Das war einfach mal so eine Riesenbasis, ne? Oh oh. Damals musste man all diese Kanonen runterholen, indem man halt auf ihre Läufe zielte und Raketen schoss. Und erst dann konnte man halt diesen Haupttower zerstören. Oh Mann, ey, da kommen Erinnerungen hoch. Cool. Coole Mission. Das war knapp. Das gut. The enemy has only one arsenal bird left, and the defensive grid around the space elevator has been decimated. We can expect a counteroffensive by Ocean forces everywhere. Cool. Ein A Ranking. Das ist gar nicht so leicht hier S-Ranking zu erhalten, ey. In den früheren Teilen war das irgendwie simpler. Ich weiß nicht, ob ich zu wenig Targets ausschalte, ob ich einfach zu langsam bin. Wobei ich konnte jetzt eigentlich nicht viel schneller spielen. Und ich bin der Meinung, ich hätte auch jetzt nicht viel mehr zerstören können. Also vielleicht noch ein paar UAVs, aber... Wisst ihr? Na gut, weiter geht's. Bronze-Ass. Cool. Oh, neue Skins für die MiG-29. Schön. Ja, das war doch mal eine krasse Mission. Knapper ging es wirklich nicht mehr. Also, das war jetzt do or die. Wenn ihr noch Bock habt oder so und noch Bock mehr auf mehr habt, vor allen Dingen, dann schaltet nächste Folge wieder ein, wenn es heißt Ace Combat 7, Skies Unknown. Bis dann, ciao.